Headset hier sitzt ganz gut. Ich werde ihn noch weiter testen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Mikrofon von dem. Hey, oh Leute. Heute ein Jahr, also für euch schon ein paar Tage her. Einfach zu Sonntag heute. Osnabrück verkaufs auf einem Sonntag gewesen. In Anführungsstrichen neues Equipment geholt, eigentlich nur ein paar Sachen wieder für den Laptop. So, und später wieder für den Rechner, bla bla bla. Nichts Besonderes. Neue Captain zugelegt. Aber ist ja doch nicht schaffe zum Friseur. Das Captain so läuft Zeit. Ganz einfach ein neues Headset mit neuer Gaming-Maus dazu geholt. Hat ganz kurz gekriegt. Und ja, das Headset habe ich jetzt gerade in Verbindung mit dem Handy gerade ausprobiert. Bin ich eigentlich ganz gut zufrieden mit der Verarbeitung, mit dem. Also Sitz finde ich ganz gut. Das Design finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Kannst du zum Beispiel ein Ding anschließen. Für die Konsole kannst du es nehmen. Das Headset hier sitzt ganz gut. Ich werde ihn noch weiter testen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Mikrofon von dem Headset funktioniert, aber wahrscheinlich standardmäßig, wie das bei so den meisten Headsets ist. Aus hier dazu. Schön. Ganz normal, so das Spielkabel. Jetzt angeschlossen. Gaming Maus. Und das da drüben geht, glaube ich, fahren. 600 bis 4800 dpi. Nichts Besonderes, also Mausrad. Dann hoch und runter scrollen, Tasten dafür da, dpi-Rate einstellen. Und sonst war's. Es liegt aber ganz gut in Ordnung. Hand jedenfalls in meiner. Das Einzige, was mich daran stört, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das vielleicht schon angewandt, ist dieses Klicken dabei. Aber bisher, bei Aufnahmen, so bei Gaming-Aufnahmen und so Scherzen, konntest du jedes Mal beim dieses scheiß Klicken ja. Von der scheiß Maus und von der Tastatur. Deswegen habe ich mir damals mal meine jetzige Noch-Maus, wo die Batterien leider schon wieder leer sind, hat nämlich, ist eine Geräuschlose, da hast du das Klicken nicht so gehört. Muss ich mir auch mal was einfallen lassen, ob für Aufnahmen extra die nehmen, das ist auch scheiße. Aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze am Ende endet. Mit der Maus. Was ist überhaupt meine Planung für diesen Kanal, Leute? Also, naja, ich will viel random Zeugs machen. Einfach das, worauf ich zum Teil Bock habe. Also, das soll so der Hauptfaktor sein. Einfach random. Boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Also, nichts Festes von wegen. Also, zu dem Termin kommt wirklich jetzt das und ich muss das jetzt fertig haben. Ich habe jetzt nur zwei Sachen, die relativ fest sind, nicht mit Termin, aber die hauptsächlich den Hauptfaktor vom Kanal ausmachen sollen. Zwar ist die eine Richtung so ein bisschen Vlog-Lifestyle und das andere wäre halt Gaming und bei Gaming wird es so ein bisschen schwierig. Ich habe es zwar ausprobiert mit Laptop, es könnte unter Umständen eine Sache zumindest funktionieren, eine Aufnahme. Aber da will ich noch ein bisschen warten, bis ich mir einen wieder festen Rechner zugelegt habe. Der es von der Leistung her und alles auch schafft und muss.